Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich muss euch einfach nochmal mit in die Dungeons nehmen. Ja, bevor wir das machen, gucken wir erstmal, was wir hier noch so großartig alles zu erledigen haben. Es ist unglaublich. Ich hatte gestern Free Tries gemacht gegen den Cerberus nochmal. Das war ja der Gegner, der so knapp gelegen ist. Also der wirklich sehr knapp war, teilweise. Und hatte heute auch nochmal jetzt eben gerade zwei Versuche gestartet. Und gestern der Free Try, das waren einfach so heftig knappe Versuche. Das musste ich euch einfach zeigen. Und ich hatte jetzt überlegt gehabt, weil wir ja gestern, nee, vorgestern war es glaube ich, die ganze Zeit mit der Waffe hier angegriffen haben. Ich habe jetzt mal nochmal meine Damage-Waffe reingetan, um mal zu gucken, ob ich dann vielleicht einen Crit raushaue, der wirklich über eine Milliarde geht. Also es sollte definitiv machbar sein mit der Waffe hier. Und boah, also da waren wirklich Versuche dabei, da habe ich mir wirklich am Kopf gefasst teilweise. So, guck mal, erstmal der Markwart, warte mal, bevor wir hier weitermachen. Der Markwart, der hat so viel Schaden rausgehauen, ich weiß gar nicht, was der hier für eine Kritz rausgeballert hat, das kann ich euch gar nicht sagen. Hier müssen wir mal schauen. Der ist ja hier auch mit seiner Damage-Waffe unterwegs. Hier auch richtig fette Kritz teilweise. Also da war schon fast die Milliarde drinne gewesen hier beim Markwart. Also der hat richtig gute Arbeit gemacht. Kunigunde auch gute Arbeit. Jo, und dann hatte ich hier mit meiner Dreier-Stat-Waffe hier nochmal ein bisschen angegriffen so. Und ja, hau auch sehr gute Crits raus auf jeden Fall, muss ich sagen. Aber vielleicht wären die ein bisschen besser gewesen mit der Int-Waffe, so habe ich mir gedacht denn. Und dann habe ich jetzt eben gerade noch zwei Angriffe gemacht, die sind wirklich gar nicht lange her. So, Markwart haut nicht ganz so viel Schaden raus, Kunigunde, guter Schaden. Und hier hatte ich dann jetzt meine Int-Waffe reingelegt, quasi ausgerüstet, besser gesagt. So, und hier genauso, hier war halt auch relativ knapp gewesen. Und ich glaube, das war hier der Angriff. Der war jetzt auch ziemlich knapp. Wir gucken uns das nochmal an. Jo, Alter, was hat Markwart da schon wieder gemacht, ey? Alter, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da achten wir auch mal drauf, was Markwart hier für einen heftigen Kritz raushauen muss hier. Ja. Und dann hatte ich nachher leider am Ende ein bisschen verkackt. Hier, ich glaube, das ist die Maximalspanne. Also viel höher geht bei Markwart, glaube ich, momentan nicht. Kunigunde, guter Schaden so. Und hier ich dann jetzt wieder mit meiner Int-Waffe. Hab leider ein bisschen, bisschen zu wenig Schaden rausgehauen. Ein, zwei Crits mehr. Von ihm vielleicht ein, zwei weniger. Und dann wäre der halt auch gelegen, so, ne? Und da habe ich mir gedacht, nee, Alter, das kannst du jetzt wirklich. Das kannst du jetzt wirklich nicht so stehen lassen. Also, das ist ja, der ist ja wirklich so knapp vom Liegen, erliegen. Quasi. Da musst du jetzt einfach noch ein bisschen Pilze reinscheppern, dass der jetzt liegt. Sonst triggert mich das halt wirklich zu doll. Und den letzten Skillpunkt hier rausholen. Ja, und ich finde es halt auch mega spannend einfach und total cool irgendwie mit anzusehen, was ich hier teilweise oder mein Markwart für einen Schaden raushaut so, weil der Gegner halt einfach so ultra viel Leben hat, sich die Kämpfe so lange sparen hier andauern, hochstaffeln sozusagen, hochstacken und dadurch, dass der Gegner halt auch nicht so viel Schaden denn dadurch raushaut, weil er so viel Leben hat, wir hier einfach richtig fette Crits sehen können und das finde ich auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool auf jeden Fall und deswegen bin ich da bereit auch gerne mal ein, zwei Pilze hier in den Dungeon-Gegner reinzustecken. Boah, Alter. Also wenn es auf den letzten Viertel ankommen würde, dann wäre das jetzt der entscheidende Kampf gewesen. So, hier haben wir jetzt richtig viel Potenzial, viel Schaden rauszuhauen. naja, wir sind jetzt leider nicht so weit gekommen. Aber ich möchte wenigstens einmal nochmal die... Boah, Mark war wieder richtig, richtig reingescheppert hier. Ich möchte einmal die Milliarden sehen. Oder ich möchte sehen, dass der Gegner hier jetzt liegt. So, dazu müssten wir aber ein paar Mal hintereinander kritten. Und er dürfte halt nicht kritten. So, jetzt müssen wir nochmal kritten. Ja, und jetzt vielleicht noch... Oh, nee. Jetzt haut er uns da wieder was dazwischen hier. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. So, ne? Im Prinzip, so vom Ding her... komm, jetzt... Nee, komm, jetzt nochmal... Oh, schade. Im Prinzip vom Ding her ist das sogar so, dass eigentlich meine Begleiter den schon fast... legen könnten, wenn der Markwart gut reinhaut und die Kunigunde richtig, richtig fetten Schaden austeilt. Ne?
Also eigentlich ist es schon da möglich, ist natürlich deutlich schwieriger. So, ne? Aber ja, wir gucken mal. Ich möchte einfach nur mal sehen, wie ich hier, wie bei mir mal die Milliarde steht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte, dass ich richtig, also eine richtige Milliarde rausgehandelt. Ich hatte mir einmal so einen Kampf abgespeichert, war das gegen Fenriswolf hier? War das der? Mal gucken. Ah, nee. Ich glaube, das war damals mein höchster Crit, aber das war halt auch gegen den Berserker. Das zählt dann ja auch nicht. Wir können ja mal einen Berserker in der Ehrenhalle mal suchen, ob es da welche gibt irgendwie. Gucken, wie viel hat er denn hier, der Server. Nehmen wir mal die 250. Ja, das zählt natürlich alles nicht, ne? Wenn man jetzt hier, ist sogar ein Druide gerade unterwegs. Ja, moin. Wenn man jetzt hier durchschaut und sich irgendwie einen Bärsi suchen würde und da dann reinkrittet, dann ist es, denke ich mal, möglich, über eine Milliarde Schaden zu dealen. Battlemage sind hier aber keine Bärsis oder was, da gibt es ja wohl nicht hier. Ne? Aber ja, damit möchte ich mich eigentlich nicht berühmen. Was würde ich mal sagen? Und ich glaube, es ist einfach Schicksal, dass wir jetzt gerade keinen finden, weil es soll nicht sein, dass hier jetzt gerade ein Bär sich jetzt hier unten irgendwie sein Unwesen treibt, damit wir es testen können. Nee, soll nicht sein. Soll nicht sein. Okay, habe ich akzeptiert. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass wir da über eine Milliarde Schaden raushauen würden. Oh, Alter, was ist das denn für ein Angriff gewesen von der Kunigunde. Jetzt aber mal bitte. Jetzt, oh nein, das sind schon wieder zu wenig Crits und er crittet schon wieder zu viel. Oh, no way. Oh mein Gott, jetzt, es war sogar noch eine realistische Chance, hätten wir überlebt. Alter, wie knapp das teilweise ist, das kannst du doch keinem erzählen, Junge. Ja, jetzt haben die Begleiter wieder verschissen, das heißt, ich hau wieder guten Schaden raus. Meistens ist es ja so, aber ja, selbst ich mache hier jetzt nicht gerade sehr viel. Ja, nee. So, komm nochmal. Die Kunigunde, der eine Angriff, die hat ihn ja fast zur Hälfte alleine besiegt. Also das meine ich damit. Das ist halt gar nicht wirklich unrealistisch, dass nur meine Begleiter den legen könnten. Man muss auch davon ausgehen, meine Begleiter sind halt wirklich sehr schlecht ausgerüstet. Ich verstehe bloß nicht, warum mein Markwart so fetten Schaden austeilt. So irgendwas mit 950 Millionen oder so. Aber ich hier irgendwie gerade so abkacke. Ist mein Markwart stärker als ich oder was? Also irgendwie bin ich spanntechnisch da noch nicht so aufgestellt hier irgendwie. Also die Maximalspanne habe ich hier bei meinem Main noch nicht gesehen. So, viele Crits. Jetzt könnte was kommen. Ne, jetzt haut er schon wieder einen Crit raus und das war's schon wieder. Schade. Ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen irgendwie. Das finde ich ein bisschen komisch, dass hier der Markwart bessere Versuche raushaut als ich. Da muss ich mal gleich mal nachschauen hier. Was habe ich denn an Int hier? Was hat er an Int? 126k, 42k Schaden. Ja, Digga, das kann halt nicht sein. Der ist halt einfach ultra lucky gewesen. Ja, also das kann wirklich nicht angehen wie, ja, ihr wisst es, ne? So, jetzt komm, ein Lucky Try möchte ich mal bitte haben. Ich möchte ja nicht mal, dass der Gegner liegt. Ich möchte einfach nur mal so einen richtig schön aufgestauten Kampf sehen. So. Weißt du, wo sich das so richtig hochschaukelt hier zwischen den beiden Gegnern. Er am besten gar keine Crits raushaut, ich nur Crits raushaue, so. Das wäre Traum. Und das ist sogar ein Versuch, der klappen könnte. Ne? So. Ah, da zwei Crits sind schon wieder zu viel. Uff. Ich hau. Ja, das sind viele Crits, aber es waren nicht die maximal. Also die zwei Crits davor, die waren halt durchschnittlich gut. Aber ja, die waren halt nicht so gut, dass es hier für den Sieg reichen würde. Ich würde es schade finden, wenn ich den Gegner hier besiege, ohne mal eine Milliarde hier zu knacken. Weil wenn selbst mein Markwart die 950 Millionen knackt, dann sollten wir das doch wohl locker hinkriegen hier. Das ist schade. Es ist schade.
Alter, ich will dazu gerne sehen, so. Also jeder, der Magier spielt, ne, der wird mich wahrscheinlich jetzt fühlen, denke ich mal. Dass man sich da so an fetten Crits hier. Boah, Alter, wie wenig das jetzt eben war. Ja, an fetten Crits erfreuen kann. Also ich glaube, so können auch wirklich nur die Magier an die Sache rangehen in den Dungeons hier. Ne? Also, ja, boah, das ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe kein einziges Mal über 900 Millionen hier gekrittet mit meinen Main. Und mit dem Markwart vorhin irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie zwei, dreimal hab ich da über 900 Mille rausgehauen. So, jetzt kommen aber hier mal der Cerberus. Jetzt nochmal einen schönen Crit. Nee. Ich erfreue mich tatsächlich wirklich nur schon an den Crits. So, sehr guter Versuch. Wir schauen, was geht. Zwei Crits sind schon wieder zu viel. Wir haben keine. Ja, ist schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei. Ja, ist schon wieder vorbei. Mensch, so viele Pilze wollte ich hier eigentlich gar nicht reinstecken. Alter, Marquardt. Marquardt hat wieder so krass rausgehauen hier. Jetzt waren wir da vorhin schon. Also, das ist schon fast die Range, die realistisch ist für meine Main. Sag ich mal. Und die Kunigunde fängt jetzt erst an zu kämpfen. So, wenn das jetzt gut laufen würde, dann könnte das tatsächlich jetzt hier ein sehr guter Versuch sein. Wenn, es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt hier ne, noch guten Schaden austeile. So, das ist immer die Voraussetzung so, ne? Ah ja, Kunigunde haut sehr guten Schaden raus. Oh, das könnte tatsächlich sehr gut werden. Jetzt, das muss eigentlich muss das jetzt wirklich, der muss jetzt wirklich liegen. Das muss jetzt wirklich klappen. Komm. Ja, das war ein schöner Crit. Noch ein Crit. Jawohl. So, jetzt noch ein Crit. Sehr schön. Sehr schön. Freue ich mich, dass wir das jetzt geschafft haben. Aber leider kein Milliarden-Crit rausgehauen. Alter. Aber was ein schöner Versuch. Der Marquardt, der hat hier in diesem Fall, hat der Marquardt wieder geregelt, muss man sagen. Habe ich den Kampf jetzt gespeichert? Oh, nee, ne? Nee. Ich dachte, der wird immer. Ach nee, doch. Wenn man den besiegt, wird er automatisch gespeichert, wollte ich doch schon sagen hier. So, gucken wir nochmal auf den Marquardt, was der hier angerichtet hat hier mit dem Cerberus. Was hat der getan hier? Ja. So einen schönen großen Kritter. Alter, wir haben doch die Milliarde geschafft. Nur ich habe sie nicht geschafft, Digga. Mein Marquardt ist einfach besser als ich. Alter, was soll das denn? Was ist das denn, Junge? Digga, mein Marquardt ist einfach. Digga, der ist OP. Alter. Das ist so krass. Ich versteh's nicht. Ich check's nicht. Ich habe viel mehr Schaden als mein Marquardt. Der muss so ein Ultra-Glück haben mit der Spanne, dass der da so viel Schaden raushaut, weil ich habe so viel mehr Stärke als mein Marquardt. Das kann ich nicht begreifen. Aber wir haben, ja, ich bin zufrieden, ich bin happy, ich beschwere mich nicht. Ja. Wir haben es geschafft, wir haben den Gegner besiegt und wir haben 1 Milliarde Crit. An dem Gegner hier rausgehauen. Digga, das kann ich nicht nachvollziehen. Heftig. Und dann ein Crap-Item. Ein aller Attribute-Item hier. Das kann natürlich keiner gebrauchen hier, ne? Nee. Direkt zerlegen den Schrott. Ja, Schrott ist das. So, ja. Ich bin zufrieden. Schöne, schöne Folge. Zum Abschluss ist nochmal alles gut gegangen. Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertungen und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.